Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten NOSCAR-Runde im 1 gegen 1 Quick-Battle-System von Warhammer Total War. In dieser Runde kämpft NOSCAR gegen seinen alten Rivalen und auch Freund das Chaos, was sich irgendwo dort hinten befindet. Meine NOSCAR-Armee besteht, wie sie es in der letzten Zeit auch getan hat. Ich habe mich da so ein bisschen auf eine gewisse Armeekomposition eingestellt, die in der letzten Zeit funktioniert hat. Aus einer Frontlinie aus normalen Marauders, hier unterstützt von Trollen. Die haben mir auch ja schon vor dem Patch angefangen, sehr gut zu gefallen, weil sie eben regenerieren, guten Panzer brechen und Schaden machen und gerade so kleine Truppen gut unterstützen können. Dahinter nochmal ein Trupp, Brutes of the Hound, Marauder Berserker, Unbreakable, super Damage dienende Einheit, super Damage dienendes Regiment gegen gegnerische weich gepanzerte Infanterie, auch Unbreakable, super Ding, zwei Regimenter Speerträger, die dazu da sind, um unseren Rücken vor Kavallerie oder sowas zu schützen, und ganz hinten noch drei Regimenter sehr wertvolle Hunters mit Javelins. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Kurzreichweiten Fernkampftruppe wie diese Speerwerfer wirklich so nützlich sein könnten, wie sie es hier sind. Also probiert sie aus und sagt mir, was ihr dazu schreibt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr für NOSCAR-Armeen spielt, beziehungsweise welchen Armeen ihr begegnet sind und ihr für effizient haltet. Das Ganze wird natürlich angeführt von Wulfric the Wanderer, und wie wir in den letzten Videos gesehen haben, ist er sowohl stark mit seinem Schiffzauberspruch als auch selbst mit seinem riesigen Mördermammut. Und mein kleiner, guter und schöner Held dabei, der Skinwolf, ist auch dabei. Ja, der macht gut Schaden. Und in dieser Runde habe ich noch ein anderes Heldenmodell ausprobiert, nämlich den Fimir Bale Fiend. Und zwar den mit Shadow. Der hat die Sprüche einerseits Enfeebling Foe dabei und andererseits The Withering, um Panzerung zu reduzieren. Und interessanterweise ist seine linke Hand violett, aber das muss wahrscheinlich so sein. Enfeebling Foe deswegen, weil ich ihn dazu benutzen wollte, um auf irgendeiner Seite einen Kavalleriekampf schnell zu entscheiden, und die Panzerungsreduktion, damit auch meine Marauder Linie und meine Berserker selbst gegen gepanzerte Truppen mehr Schaden machen. Hier im Wald versteckt ist ein Regiment Skinwolves, also Hautwölfe, die die Felle und Häute ihrer Opfer sich über den Körper ziehen und das gut finden, können sich hier in Vorhut platzieren, machen auch ziemlich viel panzerbrechenden Schaden und Schaden gegen große Truppen, vor denen muss sich gegnerische Kavallerie echt in Acht nehmen, und wie so viele Truppen der NOSCAR und vor allem der Monster regeneriert sich das Ding mit der Zeit. Also der Plan war von mir, irgendwie gegnerische Kavallerie hier auf diesen Hügel zu locken und ihn dann so in einer Kombination, wenn er denkt, okay, er kann diese Norsken Eiswölfe relativ leicht fangen, komme ich aus dem Wald raus mit meinen Maws of Savagery und fange dann seine Truppe ab. Eventuell dann noch durch Unterstützung mit meinem Zauberer, der den Gegner noch debufft. Das wäre dann ein gefundenes Fressen gewesen. Mein Gegner hat mitgebracht eine Armee aus einer ganzen Menge Marauders. Man muss jetzt allerdings sagen, dass die Marauder des normalen Chaos deutlich ja schon nicht so gut sind wie die von den NOSCAR, weil die NOSCAR mit voranschreitender Kampfdauer immer mehr höhere Moralwerte bekommen. Und das merkt man mit der Zeit. Die kämpfen einfach länger. Das ist eine super Sache. Unser Gegner hat außerdem noch Aspiring Champions als Moralerhöhung mitgebracht. Dahinter die Demon Spew aus Verstoßenen, also die Nurgle-Verstoßenen, sehen extrem schön eklig aus, muss ich sagen. Auch ein tolles Regiment, macht Giftschaden und reduziert aus dem Nahkampfangriff der Gegner um sich herum. Hammermäßiges Regiment, vor dem muss man sich in Acht nehmen, also davor habe ich echt Angst. Vor den Typen. Hier hat er noch die Mirror Guard, die eigentlich die persönliche Leibgarde von Siegwald the Magnificent sind, damit er sich immer in ihren wundervollen und schönen spiegelnden Schilden sehen kann, so verliebt wie er ist. Ansonsten ein ganz gutes gepanzertes Regiment. Hier hinten Chaos Warriors mit Hellebarden, um ihren Rücken zu sichern. Außerdem da vorne die Weird Spawn. Ah, Chaos Spawn wurden ja nicht so oft verwendet, jetzt mit dem neuen Regiment sieht man sie vielleicht öfter, und sie mit ihren multiplen Gesichtern uns vermutlich auch. Physical Resistance 30%, Armor Sundering, dadurch werden die zu einer richtig gefährlichen Truppe. Als General ist Archaon the Ever Chosen dabei, und was ich nicht gemerkt habe bei meiner Besprechung der Patch Notes, ist, dass Archaon the Ever Chosen jetzt eine Wahl zusätzliche Fähigkeit hat, nämlich Physical Resistance 10%. Ich glaube, er hat eigentlich noch irgendwas zusätzliches dazu. Na egal. Des Weiteren sind hier noch Swords of Chaos dabei.
Die sind auch eine super Truppe, also sind zwar nur sehr wenige Modelle, sehr feurige Modelle, aber sie haben hohe Waffenstärke, guten Bonus gegen Infanterie und sie geben allen Truppen um sie herum 36% Physical Resistance. Wenn die jetzt zum Beispiel immer bei Archaon wären, hätte er 10 plus nochmal die 36, da kommt er fast auf 50% Physical Resistance, dann wird er echt richtig, richtig stark so langsam. Und Summoners of Rage sind auch noch dabei, die in der Lage sind, so einen Vortex-Spruch einmal in der Runde zu machen. Gut. Wir sehen, seine Armee ist relativ klein mit 619 Modellen, weil er sehr viel Geld in diese Regiments of Renown gesteckt hat. Mit Sicherheit einfach, um mal auszuprobieren, wie diese Truppen funktionieren. Mein Plan, als ich jetzt gesehen habe, dass er auf mich hier in dieser Schlucht auf mich zukommt, war, meine Speerwerfer hier rüber zu schicken und auf dem Hügel zu platzieren, damit sie von da oben mit ihren Speeren die Gegner bewerfen können. Und deswegen bin ich mit meiner restlichen Armee erstmal auf dieser Seite zurückgezogen. Und hier habe ich gehofft, dass mein ursprünglicher Plan aufgeht und er tatsächlich mit seinen Norsken Ice Wolves hinterherläuft und ich dann in der Lage bin, ihn mit meinem Zauber hier zu debuffen. Mal sehen, ob er auf diesen Trick reinfällt. Das erste, was jetzt passiert ist, ist, er hat meinen Trupp Maws of Savagery gesehen, flüchtet dann gleich zurück, das fand ich allerdings schade, so hat meine Falle leider nicht geklappt. Wenigstens sind meine Speerwerfer gleich in Position und damit er nicht zu weit von mir weg ist, musste ich jetzt angreifen, damit die hier noch auf irgendwas treffen können und deswegen wird der Kampf Marauder gegen Marauder jetzt eröffnet. Sehr gleichmäßiger Kampf. Feuerangriff, mal sehen, hat es Schaden gemacht, war schon ganz ordentlich, aber 10.000 HP-Punkte kriegt man nicht so schnell kaputt und die Speere fallen schon. Leider sind sie nicht wirklich so treffsicher, wie ich mir das gehofft habe. Ihr seht, wie in meinen anderen Spielen platziere ich Wulfric den Wanderer hier auf der Flanke, um irgendwo das Schiff zu beschwören und da ist es auch schon. Fliegt einmal durch, leider hat es auch bei meinen eigenen Truppen Schaden gemacht. Wie viele Kills haben wir erzielt? 18 Stück, war nicht so gut. Jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich es hier bei der Mirror Guard mehr gelohnt. Oh, tut mir leid, im Hintergrund schreien die Grillen, ich muss das Fenster kurz zumachen. Ist unfassbar, wie laut die sind. Das hört sich manchmal an wie ein Raketenstart, wenn sie loslegen. Auf der einen Seite ist seine Flanke gebrochen, allerdings ist bei meinen Marauders auch so viel Schaden genommen worden, dass sie geflohen sind. Auf der anderen Seite ist der Kavalleriekampf irgendwie nicht ganz so gut ausgegangen, mit den Northern Ice Wolves sind ihm hinterhergelaufen, aber er wollte wohl irgendwie bei der Hauptlinie unterstützen, musste mich hier in Acht nehmen, nicht in seine Hellebardiere reinzulaufen und bin dann entsprechend außenrum gegangen, um ihm in den Rücken zu fallen. Wenigstens werfen die Speere noch ganz fleißig weiter und der Hauptkampf sah aber momentan gar nicht so gut für mich aus, muss ich sagen. Zwar eigentlich ich hätte jetzt ein bisschen schlauer sein müssen und Wulfric the Wanderer möglichst schnell hier durch diese Linie ziehen. Ich glaube, so langsam aber sicher kommt er auch. Macht doch viel Panzerbrechen Schaden. Ich hoffe, er macht noch ein paar Schritte mehr rein. Aber irgendwie so richtig gut hat es diesmal nicht geklappt wie in der letzten Runde. Er ist auch schon ziemlich beschädigt, vermutlich durch die Einwirkung von Archaon the Everchosen und den Wheelspawn, die auf ihn einhauen und sein Panzerung, na wohl, gerade hauen die noch nicht auf ihn ein. Aber wenigstens ist er da und unterstützt. Dummerweise haben unsere Gegner hier noch richtig, richtig viele elitäre Regimenter und meine Speerwerfer sind gerade in einer etwas ungünstigen Position. Ich habe jetzt hier hinten hingestellt und begonnen auf seine Souls of Chaos zu werfen. Die haben allerdings auch eine ganze Menge Munition. Infibling Foe sorgt dafür, dass sie allerdings nicht mehr so viel Schaden machen an diesen Marauder Berserker, wo die immer noch 19 Nahkampfangriff haben, obwohl sie schon mit minus 36 debufft sind. Also, das ist ein riesiges Gemetzel und es kommt darauf an, wer jetzt zuerst flieht. Hier auf der einen Seite sind die Marauder von mir schon eine ganze Weile im Kampf, haben entsprechend schon ihren dritten Bonus bekommen, A plus 8 Leadership plus 12% Physical Resistance, aber diese Chaos Marauders hier halten sich doch deutlich länger, als ich das gedacht habe. Wenigstens mal ist meine Kavallerie endlich da und in der Lage, unseren Gegnern in den Rücken zu fallen. Dummerweise habe ich hier nicht aufgepasst, dass ihn einen anderen Trupp geschützt hat, deswegen haben sie nicht wirklich dieses Regiment angegriffen, sonst wäre es nämlich schon geflohen.
Auf der anderen Seite hat er seine Demon Spree Forsaken um meine Flanke, um hier ganz außen rum geführt, um mir den Rücken anzugreifen. Es hat ein bisschen zu lange gedauert. Es wäre wahrscheinlich für ihn besser gewesen, wenn er sie sofort irgendwo hier in den Kampf reingeschickt hätte. Aber es sah wirklich wie eine ganz, ganz enge Geschichte aus. Unsere Speerwerfer haben immer noch weiter auf diese Sword of Chaos geschossen. Funktioniert auch gut, weil langsam aber sicher wurde nur für den Wanderer niedergemacht. Was ja ein bisschen ärgerlich ist, hier ist sehr viel Panzerbrechendes dabei und diese Dragon Ogres hauen ordentlich zu mit ihren Blitzwaffen. Aber Wolfenbomane lässt sich nicht so leicht kaputt machen. Er lebt immer noch und glücklicherweise sind die Summoners of Raid jetzt auch schon ziemlich entleert und irgendwie hat er jetzt keine Lust mehr, dort weiter zu kämpfen und flüchtet. Eventuell um meine ganzen Marauder Hunters mit Javelins niederzumachen. Was mir allerdings auch recht ist, denn solange diese Truppen nicht hier im Kampf gegen Wolf of the Wanderer beschäftigt sind, kann er andere Truppen kaputt machen, wie zum Beispiel diese Weird Spawn oder Archaon the Ever Chosen, der gerade hier ein bisschen vergessen worden ist, so wie es aussieht. Die Frontlinien haben sich gegenseitig fast vollständig ausgelöscht. Oh, hier kommt jetzt gerade gleich der Vortex-Spruch. Aber wie Vortex-Sprüche nun mal sind, ging er irgendwie daneben und hat nicht so viel Schaden gemacht, was aber gut für mich war. Schön mit diesen Marauder Hunters mit Wurfsperren ist, man kann sie eben auch, wenn man ein paar davon hat, hin und her ziehen, um den Gegner so eine Weile von sich fernzuhalten. Hier hat das auch ganz gut geklappt, muss ich sagen, auch wenn die jetzt niedergemacht werden. Aber selbst hier, er hat jetzt drei von diesen Truppen, muss ihnen immer hinterherlaufen, dadurch machen die über lange Zeiträume eigentlich keinen Schaden. Hier auf der anderen Seite werden die jetzt beschossen, hier von diesen Marauder Speerwerfern von hier und von hier. Irgendwelche wird er schon kaputt machen, aber so richtig gut ist das alles nicht. Und selbst unsere Hunde sind noch am Leben, mittlerweile bei 30 Kills, gar nicht übel. Wolfric ist mittlerweile bei 83 Kills, er ist einfach ein unglaubliches Biest und Archaon the Ever Chosen sieht dagegen schon ein bisschen, bisschen hoffnungslos aus. Na, hier geht der Hauptkampf auf jeden Fall nochmal weiter. Archaon the Ever Chosen wird jetzt wieder niedergemacht durch den Skinwolf hier und Wolfric the Wanderer, da hat er keine Chance mehr. Auf der anderen Seite sind die Maws of Savagery auf dem Weg weg von den Demon Spawn, einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist genau die richtige Gelegenheit, um die Swords of Chaos niederzumachen, mit dem Plan, sie mit meinem Schattenzauber zu debuffen, sie mit meinen Hunden aufzuhalten, zu verlangsamen durch den Frostbite und dort im Hintergrund kommen jetzt unsere Anti-Large-Wölfe angelaufen, die sie niedermachen. Und ihr seht, gerade ist der Debuff auf sie niedergegangen. Ihre Eigenschaften sinken damit auf 19 Militech, 23 Mili Defense ist immer noch ziemlich gut, aber unsere Maws of Savagery Skinwolves hier machen einfach richtig, richtig viel Schaden. 39 Armor Piercing, 30 Bonus gegen Groß, das ist das Ende. Das ist das Ende für diese Chaos-Ritter. Und die Trolle sind auch noch dabei. Eis gegen Feuer, der Kampf, der immer währt. Natürlich wird letzten Endes das Eis gewinnen wegen der Entropie, die im Universum überall steigt, bis alle Energie gleichmäßig verteilt ist. Aber momentan hat das Feuer noch ein bisschen eine Chance. Naja, jetzt doch nicht, das ist nur noch einer da. Das Feuer hat hier auch schon verloren. Auf der anderen Seite ist Wolfric the Wanderer weggekommen, wird noch verfolgt durch Archaon the Ever Chosen, aber er hat viel zu wenig Lebensenergie. Unser Mammut hat immer noch fast dreimal so viel Lebensenergie wie Archaon the Ever Chosen. Er wurde einfach nicht erledigt. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, hätte er seine großen Regimenter noch ein bisschen länger auf Wolfric the Wanderer. Was ist das hier eigentlich für ein Zauberspruch? Das muss ich mir mal kurz ansehen. Ah, The Withering Upgraders, der Panzerungs- und Leadership-Debuff unseres Schattenzauberers. Wollte ich eigentlich irgendwie früher einsetzen, aber jetzt ist erst jetzt dazu gekommen. Wenn er sich mehr darauf konzentriert hätte, Wolfric the Wanderer hier in dem Zeitpunkt auszuschalten, hätte er, glaube ich, den Sieg mit nach Hause nehmen können. So hat er irgendwie im letzten Moment seine Summoners of Rage und seine Swords of Chaos weggezogen, um den Speerwerfen hinterherzulaufen. Ich glaube, das war das, was ihn hier eventuell das Spiel gekostet hat. Wenn die nämlich nicht mehr da gewesen wären, wären sehr viele meiner Truppen geflohen. Also wenn Wolfric gestorben wäre, wären viele meiner Truppen geflohen. Und das wäre wahrscheinlich das Ende gewesen. Ach, vielleicht auch nicht. Immer schwer vorherzusagen. Auf jeden Fall GG an Spear Shaker. Und wir sehen, die Norska sind tatsächlich eine valide Armee. Eventuell ein bisschen OP. Aber na, da muss man erstmal sehen, was für Taktiken sich gegen die Norska entwickeln. Falls ihr interessante Taktiken habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt mir ein Replay. Ich sehe das immer gerne. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.